Kennen Sie schon die kleinen grauen Terminals im Technikmuseum? Wir stellen Ihnen die versteckten, unauffälligen Datensichtgeräte, so das deutsche Wort dafür, einmal näher vor. Man muss sich schon ein wenig genauer im langgestreckten Museumsgebäude in der Dohndorfer Straße umschauen, um die etwa 2 Meter hohen dunkelgrauen Kästen zu entdecken. Kommt man da näher, wird man erstmal neugierig, was sich dahinter verbirgt. Eigentlich eine ulkige Angelegenheit, sie heißen Terminal. Ja. Ein Terminal erinnert ja bekanntlich immer an einen Flugplatz, aber hier ist es als Terminal von den Designern so benannt worden und wir waren alle selbst überrascht, als wir dann fragten, was ist denn ein Terminal? Ja, das ist im Design so üblich, das war die Antwort eigentlich darauf. Es gibt also insgesamt 6, das ist einmal der Flugpionier, der ja bekanntlich in Magdeburg schon einen großen Namen hat, das ist der Rolf Wille, dann ist vom Junkersverein Paul Linke, dann ist vom Technikmuseum Dr. Konrad Pusch. Es ist außerdem der frühere Gewürzmühlenbesitzer, heute noch eigentlich Besitzer, aber nicht nur der Gewürzmühle, sondern er macht nur noch Abpackung der, wir sagen, der schärfste Mann Magdeburgs. Das ist Karl-Heinz Freesdorf. Und es ist noch ein Chefkonstrukteur von ehemals Chef von Bünnberg, später Karl-Marx-Werk, Herr Wolf und ich. Begonnen hat das Ganze, wir nennen es mal Projekt, im April 2008. Da gab es die erste Einladung an die Technikzeitzeugen. Dabei stellte sich dann heraus, dass ein 20-minütiges Interview geführt werden soll. So als Lebensabriss, der dann in den Terminals verarbeitet werden sollte. Das passierte dann im Filmstudio der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und dann wurde noch die Seitensilhouette gefilmt. Das war ganz komisch. Ich wurde plötzlich in einen dunklen Raum geführt. Hinten wurde eine helle Tafel aufgesetzt und dann, was weiß ich, in meinem Hintergrund wusste ich auch nicht, was sich da alles abspielt. Und plötzlich sagte er, danke, das reicht, es waren so 3-4 Minuten, ich habe jetzt Ihre Konturen aufgenommen. Und man sieht es ja an der Seite, es ist unverkennbar, es bin tatsächlich ich. Leider sind die Videos teilweise verzerrt, weil die Monitore nicht zurecht passen. Auch können die Terminals nicht von den Besuchern bedient werden. Auch der Kopfhörer reicht nur für eine Person. Bei Rolf Wille kann man aber auch über Lautsprecher mithören. Wünsche für 2009? Ja, wenn ich mir die Zeit angucke und darüber höre, was sich im Moment alles an Krisen bildet, bin ich der Meinung, erstens, das hatten wir alles schon einmal und sehe es eigentlich mit Befürchtung, was sich dort so abspielt. Und es wäre meines Erachtens nach wichtig, dass wir Vertrauen miteinander bekommen. Das ist mein größter Wunsch. Und der allergrößte Wunsch ist, dass man in der Welt den Frieden erhält, wo man hinhört. Und ich bin da mal jetzt ein bisschen Pessimist, was ich eigentlich überhaupt nicht liebe und nicht meine Art ist. Wir sollten Optimisten sein und ins Leben reinsehen und sagen, wie es eigentlich sein müsste, nämlich den Frieden zu erhalten. Und was für mich das Allerwichtigste ist, dass man dementsprechend auch jetzt auf Politik einwirkt. Und für die Zuschauer alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit und was sehr wichtig ist, im Leben eben tatsächlich mit Humor und Spucke zu arbeiten, so wie ich es auch mache.